und am Weg zum Rednerpult Maria Großbauer, ÖVP. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher, Hohes Haus. Kulturland, Musikland, dafür war Österreich in aller Welt bekannt, bis Corona kam. Und nahezu alle Lebensbereiche des Lebensbereiche grundlegend verändert hat, besonders schwer aber auch die Kunst und Kultur. Ein Lebensbereich, der auch Lebensmittel für die gesamte Gesellschaft ist. Und der mit seiner großen Vielfalt an Genres und Sparten besonders komplex ist und wo es keine Einheitslösungen gibt, die gab es auch schon vorher nie und gerade jetzt wird dieses Faktum eben besonders sichtbar. Das Kulturland Österreich, sagen wir es ganz klar, steht vor einem Desaster. Natürlich in voller Härte im Profibereich, aber auch im Amateurbereich. Und diese beiden Bereiche hängen mehr zusammen, als man vielleicht glauben möchte. Aber zurück zu den einzelnen Sparten. Filmschaffende stehen vor anderen Herausforderungen als Museen, Musiker vor anderen als bildende Künstler, Opernhäuser vor anderen als das Kabarett. Dazu kommen noch all die Branchen und Berufe, die mit der Kunst und Kultur so eng zusammenhängen. Von der Tontechnik über das Bühnenbild und die Kulturvermittlung bis zur Musikmanagementagentur. Auch wenn es nicht für alle Genres und Bereiche gilt, Kunst und Kultur sind auch ganz wesentlich für den Tourismus. Und wenn ich an einen ersten zarten Sommertourismus hier in Österreich denke, dann muss die Kultur in irgendeiner Form auch eine Rolle spielen können. Der Härtefallfonds, der über die Wirtschaftskammer professionellst und auf Hochtouren abgewickelt wird, greift bei vielen in der Kultur sehr gut. Trotzdem gab es Lücken und die werden nun weiter geschlossen. Als weiterer Schritt wird der Bezieherkreis für die Zuschüsse erweitert und für mehr Künstlerinnen und Künstler geöffnet, auch für jene, die mit ihrem Gesamteinkommen über die monatliche Geringfügigkeitsgrenze kommen. Denn besonders Kulturschaffende befinden sich oft in mehreren geringfügigen oder zum Beispiel im Film in fallweisen Beschäftigungen und werden daher weder durch das AMS noch durch andere Covid-19-Maßnahmen bei Unterstützungen berücksichtigt. Außerdem wird eine Mindestförderhöhe von 500 Euro pro Monat eingeführt. Der Corona-Familienhärteausgleich wird vom Doppelförderungsverbot ausgenommen und auch die Betrachtungszeiträume werden verlängert. Alle Informationen gibt es auf wko.at. Im Hinblick auf eine neue Normalität auch in der Kultur möchte ich an dieser Stelle dazu beitragen, noch ein spezielles Thema weiter aufzuklären, weil hier einige Falschinfos kursieren. Es betrifft Einzelunterricht an Musikuniversitäten, an den Musikschulen bis hin zu Orchestern. Ich rede von Blasinstrumenten. Immer wieder höre ich in Diskussionen, auch in Medien, den weit verbreiteten Irrglauben, dass Trompeten, Posaunen, die Tuba, sogenannte Virenschleudern seien, weil so viel Luft herauskommt. Ich darf richtigstellen, aus Blasinstrumenten kommt so gut wie keine Luft, sondern Schallwellen. Das bestätigt auch ein Klang- und Instrumentenforscher der Musikuniversität Wien. Ich möchte nur ganz kurz erklären, ein Blasinstrument ist eine sogenannte stehende Luftsäule, die durch das Mundstück, die Lippen in Schwingung versetzt wird, kommt auch nur sehr wenig Luft hinein. Das Mundstück, durch das man bläst, ist ja nur 3 bis 5 mm groß und man darf sich nicht von dem großen Trichter irritieren lassen. Also die Luftsäule wird in Schwingung versetzt, ein rein physikalischer Vorgang. Raus kommt ganz wenig Luft mit 1 bis 2 km/h, als Vergleich beim Niesen sind das 1000 km/h. Ja, die äußerst geringe, aber dennoch entweichende Luft, die müsste man untersuchen, sagen Virologen sowie Hygiene- und Mikrobiologie-Experten oder einfach mehr Abstand halten. Nicht zu vergessen, Klavier, Gitarre, Schlagzeug, Geige, Harfe, Ziehharmonika, Violine, E-Gitarre, Keyboard, das alles kann man machen, weil man dabei ja ganz normal atmet, wie im Supermarkt. Vielen Dank. Maria Großbauer von der ÖVP bezieht sich auf den Bereich Kultur und vor allem auf den Bereich der Musikkapellen. Sie ist die Kultursprecherin ihrer Partei.